Wir haben heute in der ganzen Trainingseinheit ein Hilfsmittel gesehen, was du aufgebaut hast vor dem Training. Und da geht es um eigentlich Baustellenband, oder? Ja, das ist so ein Flatterband, so ein herkömmliches Flatterband, was eigentlich benutzt wird, auch wenn es dann reißt. Man sieht, dass das hier an einigen Stellen geflickt ist, aber das kann man dann halt wieder zusammenknoten. Und das ist einfach über den Basketballkorb auf der Höhe gespannt durch die ganze Halle. Wobei, du hast zwei Parallele. Ja, zwei Parallele, ne, jeweils mit so Auslegern, weil ich wollte das haben auf der Position zwischen 3 und 4, so, ne, damit der Ball darüber geht. Deswegen habe ich mir so Ausleger gebaut, kann ich dann auch vielleicht mal zeigen. Ja. Das ist einfach nur so eine Holzleiste. Genau. Das sieht so, ne, 1,50 Meter lang. Und damit habe ich dann einen Ausleger. Die wird also oben mit einer Schraubzwinge an dem Basketballkorb, an dem Brett vom Basketballkorb festgemacht. Genau, ne? Und zeigt dann nach links, und auf der rechten Seite hast du auch so eine. Genau, ne? Eigentlich mit einer ganz normalen kleinen Schraubzwinge reicht das dann. Und einen Schlinger am Ende rum. Und dann kann ich damit so eine Höhe simulieren, über die der Ball gespielt werden soll. Ne? Und das war mir jetzt bei dieser Einheit wichtig. Ich will, dass sie mehr Höhe schaffen, dass sie einen Pass auch rauskriegen. Und ich will das nicht immer nur korrigieren. Also darum geht es ja. Das ist ja so eine... Ich schaffe ja eine Situation, die ich eigentlich immer korrigieren könnte. Auch. Ich könnte ja auch jedes Mal sagen, bring den Ball höher, mach das so. Aber dadurch, dass ich das so aufbaue, dieses System, muss ich da nicht permanent irgendwie das korrigieren. Ne? Ich kann dann auf andere Sachen achten oder auch andere Sachen machen, Bälle einwerfen oder sonst was, ohne dass ich immer korrigieren muss. Aber das Ziel ist da, das sehen Sie jedes Mal. Ne? Das haben Sie die ganze Einheit, haben Sie im Grunde daran gearbeitet.